Guten Abend. Herzlich willkommen zum ersten Talk von Wendekongress 2024. Wir haben hier Lorenz Nägerli und Jan Jira von der WOTZ. Und sie werden uns etwas über die Recherche ins Riesenkomplex von den Predator Files erzählen. Viel Spaß. Ja, vielen Dank für euer zahlreiches Erscheinen. Eine große Ehre, hier die Eröffnung machen zu dürfen. Ich habe jetzt lange in Winterthur gewohnt. Ich kenne das Casino-Theater eher als Ort, wo das Programm lustig ist. Das können wir leider nicht bieten. Trotzdem hoffen wir, euch einen interessanten Einblick gewähren zu können in die Predator-Files. Stichwort eskalierende Überwachung. Lolo wird dann den ersten Teil übernehmen, wo es in die Details geht, bezüglich wohin gingen diese Produkte und was können diese Produkte eigentlich. Ich übernehme dann die Recherche in der Schweiz. Dort wird teilweise auch ein bisschen lustig. Und genau, wir haben den Vortrag folgendermaßen strukturiert. Zuerst einmal eben, was sind eigentlich die Predator Files, worum geht es, wie lief die Recherche. Dann, was ist das eigentlich für eine Technologie? Um welche Produkte handelt es sich, wie funktionieren die? Da geht es dann aber auch darum, eben, wie sind die eigentlich vorgegangen? Also wie haben die Produkte zum Beispiel nach Madagaskar oder sogar ans Haftbarregime in Ostlibyen bringen können oder wollen? Dann die Spuren in die Schweiz, wo es auch darum geht, was eigentlich die Behörden hier machen. Nicht viel. Dann einen Ausblick, wo stehen wir aktuell? Und Fragen rund um die Nutzung und den Handel von invasiver Überwachungstechnologie. Und dann gerne Fragen notieren oder Fragen stellen dann. Okay, dann übergebe ich das Wort gerne an Lolo. Ja, vielen Dank. Bevor wir mit einem kurzen Einblick in ein Video beginnen, das wir im Rahmen der Recherche produziert haben, auch von mir ein paar einleitende Worte und vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Es ist auch ein bisschen eine Herausforderung, diese gigantische Recherche irgendwie so auf 30, 35 Minuten herunterzubrechen. Aber wir hoffen, wir können euch mit den Einblicken, die wir euch geben, auch Lust machen, nochmals in die eine oder andere Geschichte reinzuschauen. Und vielleicht kurz im Kontext, dass es geht um die Intellex-Allianz. Das ist eine Verbindung von unterschiedlichen Unternehmen und insbesondere um deren Produkt mit dem Namen Predator oder dass wir wir haben verschiedene Produkte unter diesem Begriff dann zusammengefasst für die Recherche. Und das sind invasive Überwachungstechnologien, sogenannte Spionageprodukte. Und Intellexa reiht sich eigentlich ein in eine Reihe von Skandalen. Der bekannteste davon war viele Jahre oder bis heute sicher der NSO-Skandal und die Überwachung von zahlreichen Regierungschefs mit ihrer Pegasus-Software. Davon die bekannteste Eskalation sicherlich jene rund um Jamal Khashoggi, den saudischen regimekritischen Journalisten, der in der Türkei von einem Killerkommando ermordet wurde und in dessen Umfeld die Pegasus-Software gefunden wurde. Und dann wurde das eben gefolgt eigentlich von zahlreichen Skandalen rund um die sogenannte Intellexa-Allianz. Die hat dann irgendwie diesen NSO-Komplex auch ein bisschen abgelöst und eben ihre Predator Software. Und wir haben als Schweizer Partner in einer internationalen Recherchekooperation während einem Jahr lang zu diesem Komplex mitgearbeitet. Und jetzt versuche ich hier eigentlich, kurz umzustellen, um einen Einblick in das Video zu erhalten, das wir da gemacht haben. Als kurzer Einstieg ins Thema. Collaborations. Am 22. Juni 2021 dauert es nur 2 Minuten, bis Ayman Nurs Leben für den ägyptischen Geheimdienst keine Geheimnisse mehr birgt. Um 14.33 Uhr klickt Nur, ein ägyptischer Oppositioneller, auf einen Link, den er über WhatsApp erhalten hat. Innerhalb von 120 Sekunden dringt Predator still und heimlich in Nurs Telefon ein. Ab dann trägt Nur seinen Überwacher mit sich herum. Nur war einst in seiner Heimat Ägypten zu den Präsidentschaftswahlen angetreten. Danach wurde er für 5 Jahre inhaftiert. Anschließend floh er aus dem Landes. Wie kommt die Technologie überhaupt in die Hände jener, die sie missbrauchen? Der Weg von Predator. Und genau diese letzte Frage
die ich hier im Video stelle, der wollen wir auch heute in der Präsentation zumindest in Ansätzen ein bisschen nachgehen. Und jetzt dauert die Umstellung nochmals einen Moment. Genau, und ich glaube, das war auch eine der Hauptfragen, die wir in den Predator-Files bearbeitet haben. Hier seht ihr so die Sammlung der unterschiedlichen Medien, die in dieser Zeit mit dabei waren. Und das bringt mich eigentlich so zum Beginn, zur Ausgangslage der Recherche. Da versuche ich ein paar Worte zu sagen, damit ihr eine Idee habt, wie das ablief. Also initiiert wurde die Recherche vom Spiegel und von Mediapar und von Datenlecks und ganz vielen Dokumenten, die sie aus Gerichtsdokumenten, aus einem Gerichtsprozess erhalten haben. Und koordiniert wurde sie vom European Investigations Collaborations. Das ist so ein investigatives Recherchenetzwerk und in Zusammenarbeit dann mit etwa 15 Medien von Israel über Libanon, Griechenland bis in die Schweiz und in die USA dann umgesetzt. Wir haben versucht, diesen gigantischen Berg an Dokumenten so in gemeinsamer Arbeit übersichtlich zu gestalten und herauszufinden, was die Hauptpunkte sind, die wir daraus mitnehmen können. Und wir haben dann so eine Art eigenes Wikipedia daraus erstellt. Einerseits natürlich mit den Personen, die darin auftraten, natürlich mit den Produkten, den Verkäufen, aber auch sogenannten Länderprofilen, also auch um herauszufinden, welche Produkte wurden an welche Regierungen in welche Länder verkauft und von wem. Die Dauer der Recherche war ungefähr ein Jahr. Wir haben uns während diesem Jahr jede Woche getroffen und eigentlich da versucht, dann immer mit so Update-Runden einen Schritt weiterzukommen, um dann gemeinsam zu diesem Veröffentlichungsdatum zu kommen. Alle Medienpartner haben dabei ihre eigenen Geschichten veröffentlicht, aber man hat eigentlich die Datengrundlage, auf der die Geschichte basieren, gemeinsam erarbeitet. Dann versuche ich jetzt so diesen großen Komplex in die wichtigsten Erkenntnisse zu fassen. Ich denke, was der Unterschied ist zwischen der Predator-File-Recherche und vorangehenden Recherchen war, dass man durch die Qualität der Dokumente einen sehr detaillierten Einblick erhalten hat in die Art und Weise, wie die Geschäfte getätigt werden. Man konnte sehr genau nachzeichnen durch Einblick in WhatsApp-Chats, durch Verträge, die plötzlich vorlagen, durch Einblick in Produktbroschüren und ganz viele Verhörprotokolle, was genau die Unternehmer oder diese Unternehmensallianz unternommen hat, um ihre Produkte in die ganze Welt zu verkaufen. Und ich versuche euch das jetzt kurz anhand von 4 Fällen, die wir auch in der Recherche hauptsächlich behandelt haben, ganz kurz zu umreißen. Das sind die Details zu den Deals mit Ägypten, mit Madagaskar, mit Vietnam und mit der Regierung von General Haftar in Ostlibyen. Wir beginnen mit Ägypten. Das war das Video, das ihr eben schon gesehen habt, die überwachte Person oder die da im Hauptfokus unserer Recherche stand, war der ehemalige Präsidentschaftskandidat Ayman Nour. Aber ich glaube, was für uns sehr interessant war, war, dass man einsehen konnte, wie sie diese Geschäfte abgewickelt hatten. Also man konnte sehen, dass sie in WhatsApp-Chat-Verläufen, die uns vorlagen, eine Demo planten, also eine Vorführung in Kairo, dass sie diese akkurat vorbereiteten, dass im Rahmen dieser Vorbereitungen auch sichtbar wurde, dass die Produkte, die sie anbieten, schon auch empfindlich sind, also auch eine gewisse Fragilität haben, weil dann immer die Frage war, haben wir schon das neueste Update für iOS 9, um das zu hacken? Und wenn nicht, bis wann kriegen wir das? Und ebenfalls interessant war auch, mit welcher Leichtfüßigkeit die verantwortlichen Personen mit einem Land, mit einem repressiven Regime wie Ägypten diese Geschäfte abwickelten. Also am 31. Dezember 2020 der Vertrag abgeschlossen wurde, war es ein großes Fest in den WhatsApp-Chats, die sie hatten. Und sie haben dann regelrecht mit so Champagner-Emojis den Vertragabschluss gefeiert. Und wichtig dabei ist auch zu wissen, dass die Unternehmen natürlich nicht aus einer unwissenden Perspektive gehandelt haben, sondern der Empfänger da in Ägypten war das Technical Research Department, heißt das etwas,
hört sich ja irgendwie ganz brav an. Das ist aber eine seit Jahren bekannte Geheimdiensteinheit, die als expliziten Auftrag hat, kritische und politisch oppositionelle Stimmen zu überwachen. Und das waren also die Abnehmer, jene, die die Vorführung und nachher mutmaßlich auch die Trainings erhielten. Der andere Fall, wo es dann nicht nur um eine Person ging, die überwacht wurde, sondern auch wieder um politische Überwachung, aber im Rahmen einer ganzen Präsidentschaftskampagne, war Madagaskar. Das war eine unglaubliche Geschichte und Leute, die sie noch nicht gelesen haben, denen empfehle ich sie wirklich zu lesen, weil sie nochmals aufzeigt, wie weit die Unternehmer bereit waren zu gehen, um ihre geschäftlichen Interessen durchzusetzen und ihre Produkte zu verkaufen. Und sie haben da ganz direkt mit dem Präsidenten verhandelt. Das war ein französischer Geschäftsmann, der Partner war vom Gründer der Intellexa Allianz. Und haben also dem Präsidenten persönlich eigentlich diese mächtige Cyberwaffe angeboten. Und weil wahrscheinlich vermutet wurde, dass es schwierig werden könnte mit Exportbewilligungen, wurden die Produkte für die Demonstration, also für die Vorführung von Predator nach Madagaskar in diplomatischem Gepäck über die madagassische Botschaft von Frankreich nach Madagaskar exportiert. Und auch das konnte man so ziemlich akkurat nachzeichnen über Verhör- und Abhörprotokolle aus Gerichtsdokumenten. Und die Folgen davon oder auch wie sie das dann anpreisen bei ihren Kunden, die waren in diesem Fall sehr bemerkenswert, weil einerseits deutet vieles darauf hin, dass sie für die Demonstration einen bekannten regierungskritischen Zeitungsverleger als Zielperson ausgewählt und ihn wahrscheinlich überwacht haben. Und genau diese Person wurde dann einige Wochen oder Monate später auch effektiv verhaftet und war bis zur Veröffentlichung der Recherche auch effektiv in Haft. Ebenfalls kurz vor Veröffentlichung der Recherche wurden zwei digitalforensische Berichte veröffentlicht, die Infrastruktur von Predator, also Fake Webseiten über die bevorstehende madagassische Präsidentschaftswahl gefunden haben, sodass vieles darauf hindeutete, dass der Präsident Predator-Infektionen vor der Präsidentschaftswahl für seinen Zweck nutzte. Und dann noch der letzte größere Case, den wir untersucht haben, war jener nach Vietnam. Auch da war der Abnehmer eine bekannte Repressionsbehörde, das sogenannte Ministry of Public Security, das verantwortlich ist für unter anderem die Verfolgung der demokratischen Opposition in Vietnam. Und da wurde auch sichtbar, was schiefgehen kann bei diesen Überwachungsoperationen auf Seiten der Überwacher, weil Vietnam hat eine quasi öffentliche Spionagekampagne lanciert. Das haben sie über Twitter gemacht mit so Fake-Avatars, die einfach offen infizierte Links an ausgewählte Profile geschickt haben. Und da haben sie sich ein bisschen die falschen Ziele ausgesucht, weil das waren unter anderem europäische Politikerinnen, auch ein vietnamesischer Oppositioneller im deutschen Exil, aber auch vier US-Kongressabgeordnete, die diese Links erhielten. Und danach wurde im Rahmen der Predator Files-Recherche diese Kampagne aufgedeckt. Bemerkenswert dabei finde ich vielleicht heute noch zu sagen, dass die Vermittlungsperson da eine kaum bekannte Schweizer Person war. Das war ein IT-Unternehmer, der in Südostasien IT- und Telekommunikationsdienstleistungen anbietet und der in der Vergangenheit beispielsweise auch schon die Dienste von Hacking Team vermittelt hat. Wen das interessiert, dann rate ich ebenfalls an, den Artikel zu lesen. Und dann zum Schluss noch eine kurze Referenz nach Ostlibyen. Das war auch so ein bisschen der Peak, würde ich sagen, was versucht wurde von dieser Unternehmensallianz im Verkauf von diesen Produkten. Wir haben Offerten gefunden, die aufzeigten, dass sie Predator an die international nicht anerkannte Regierung von General Haftar in Ostlibyen angeboten haben. Das ist nicht nur eine international nicht anerkannte Regierung, sondern auch Bürgerkriegspartei. Predator ist ja in alle, oder Waffen wie Predator sind bewilligungspflichtig. Und es wäre ganz klar, dass in dieses Land nie im Leben eine Bewilligung ausgestellt werden würde. Und wenn man diesen Fall so ein bisschen weiter untersucht hat, dann wurden da auch sichtbar, was Strategien sein könnten, wie dann solche auch illegalen Exporte abgewickelt werden, nämlich indem sie per
Exportzertifikat, halt einfach einzelne Komponenten exportieren, die dann an einem Ort wie beispielsweise Dubai mit sehr laschen oder praktisch keinen Exportkontrollen wieder zusammensetzen und sie dann als ein quasi neues Produkt exportieren, sodass sie im eigentlichen Herkunftsland, in diesem Fall in verschiedenen europäischen Produktions- und Entwicklungsstätten, keine zusätzliche Exportbewilligung mehr braucht. Genau, dann das wären so die hauptsächlichen Fälle gewesen, die wir untersucht haben. Und ich glaube, hier nochmals zum Zusammenfassen, was wahnsinnig wichtig war, was wir sehen konnten durch die Auswertung dieser Daten, waren die Hintergründe über die interne Kommunikation und die Vertragsabwicklungen, aber auch ein Einblick ins Firmennetzwerk. Also wir konnten schauen, welche Firma übernimmt welche Funktion, gleichzeitig auch, wofür werden welche Standorte gebraucht, eben beispielsweise Dubai auch so als Zwischenstandort für den Weiterexport. Und dann, denke ich, wurde auch sichtbar, wie lückenhaft das europäische, aber darin auch das Schweizer Exportkontrollregime sind. Zum letzten Punkt sagen wir ganz zum Schluss noch zwei, drei Worte, aber gehen jetzt noch nicht vertieft darauf ein. Dann komme ich zu einem weiteren Hauptpunkt, den ich aber nur kurz anschneide. Und wir haben uns überlegt, was ist das, was wir heute euch irgendwie mitgeben wollen. Und da wir davon ausgehen, dass auch viele Personen mit Tech-Expertise im Saal sitzen, die dann selber wahrscheinlich einen besseren Zugang, insbesondere zu gewissen Einzelheiten der Produkte haben, wollen wir hier nicht so die große Erklärrunde einlegen, aber trotzdem zwei, drei Sachen erklären und euch kurz zeigen, wo ihr Informationen dazu findet, wenn ihr euch selbstständig dazu noch weiter informieren wollt. Die Produkte, wie ich gesagt habe, das Hauptprodukt ist Predator. Predator ist ein sogenannter Trojaner, also ein Infektionsprogramm, das ein Telefon ziemlich vollständig infiziert. Man kann wirklich alle Informationen davon absaugen, also WhatsApp-Kommunikation, E-Mails, SMS. Man kann aus der Distanz auch die Kamera einschalten, Printscreens nehmen, Audioaufnahmen einschalten, abschalten. Man hat also wirklich von der Ferne wahnsinnig weitreichende Kontrolle. Predator wurde auch unter verschiedenen Namen vermarktet. Das haben wir im Detail noch aufgeschrieben. Ich glaube, das ist wichtig fürs Verständnis. Wir haben Predator einfach als die übergeordnete Software bezeichnet, die diese Art von Infektion ausführt oder erlaubt. Predator in seiner Grundausstattung ist eine Einklick-Infektion. Das heißt, man erhält einen Link, man klickt auf diesen Link, der ist infiziert, danach wird das Telefon infiziert und gerät eigentlich unter Kontrolle der Überwacher. Und dabei ist aber wichtig zu sagen, dass mit dem Zusammenschluss der Intellexa ist, also mit dieser Allianz, kommen auch unterschiedliche Produkte mit ins Produktesortiment auf. Dazu gehören unter anderem Alphamax. Und Alphamax ist ein sogenannter IMSI-Catcher und das spielt in diesem Fall eine wichtige Rolle, weil dank dem IMSI-Catcher oder auch dank weiteren Systemen, wie beispielsweise einem Wi-Fi-Interception-System, erlaubte es Predator auch im Zero-Click-Verfahren auszuüben. Das heißt, mit einem taktischen Team vor Ort, also wenn man eine Person dann effektiv zu überwachen beginnt und bei ihr in einer gewissen Nähe ist, dann kann man sie auch überwachen, ohne dass sie noch zusätzlich auf einen Link klicken muss. Und ebenfalls ein weiteres Produkt, das ins Sortiment hinzukommt, ein Produkt namens Cerebro. Das ist ein Massenüberwachungssystem der französischen Firma Nexa, die Gründungsmitglied der Intellexa-Allianz war. Sie wurde mittlerweile aufgelöst und ihre Besitzer sagen, sie hätten keine Beziehungen mehr zur Firma. Und das ist eigentlich ein Massenüberwachungssystem, das weiterentwickelt wurde zu einer Art Kontrollzentrum, in dem man unterschiedliche Überwachungstools vereinen kann. Dazu werden wir auch nicht wahnsinnig viel mehr sagen. Wer mehr über diese Idee von Massenüberwachung wissen will, soll morgen unbedingt an dem Vortrag von Adrian Fichter, die über diese Art von Massenüberwachung in der Schweiz wahnsinnig viel zu erzählen hat. Hier habe ich euch noch den Link aufgeschrieben. Und will jetzt nochmals kurz, obwohl es einen Moment geht, auf die Seite wechseln und euch aufzeigen, wie das aussieht. Ihr habt hier so den Hauptartikel mit diesem Titel, den ihr findet. Und da gibt es ganz viele so PDF-Broschüren.
die angeschlossen sind. Die finde ich, wenn man technische Expertise hat, lohnen die sich anzuschauen. Das ist das Predator Control Center. Also so sieht es auf Seiten der Überwacher aus. Wenn sie ein Handy angezapft haben, da fließen dann so diese Informationen hin. Und da gibt es eigentlich so eine ganze Palette von unterschiedlichen Produktbroschüren. Das wäre es auch schon von meiner Seite. Zum Abschluss habe ich euch noch diese hübsche Grafik mitgegeben, die also ein bisschen nochmals als Erklärung dient, über wie die Null- und wie die Einklick-Infektion funktioniert. Einfach, dass man sich das auch noch etwas bildlich vorstellen kann. Der Grund, wieso Lolo jetzt hauptsächlich quasi über diese konkreten Geschäfte und auch über die technische Ebene gesprochen hat, ist, dass Lolo, der übrigens nicht nur für die WOT arbeitet, sondern auch für das Recherchekollektiv WAF, kann nur empfehlen, allen da reinzuschauen, die machen eine tolle Arbeit. Er hat eigentlich mehr oder weniger die ganze Datenauswertung, datenforensische Arbeit in den Gerichtsdokumenten, in den Leaks, die wir über die Rüstungsfirma Hensoldt auch gekriegt haben. Also die ganze Datenrecherche lag eigentlich in den Händen von Lolo. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat die Schweiz damit zu tun? Wieso sind wir da überhaupt dabei in dieser großen Recherche? Das haben wir uns auch gefragt, beziehungsweise wir waren dann auch sehr überrascht, dass wir am Ende nicht nur in Dubai, in Tel Aviv, in Larnaca, Athen, Paris und Dublin gelandet sind, sondern in Champéry, ein Bergdorf im Unterwallis, und in Lugano. Bei den zwei zentralen Akteuren im Predator Files Komplex, nämlich Andrea Gambazzi und Tal Dilian. Und vielleicht der Auftakt der Recherche war überraschenderweise aus einem Hack, wo es um Hensoldt ging. Der Spiegel hat im Darknet ein großes Leak über die deutsche Rüstungsfirma Hensoldt, an der auch der Bund beteiligt ist, gekriegt. Und wir stehen im Austausch mit gewissen Journalisten vom Spiegel. Die haben uns dann dieses NDA, Non-Disclosure Agreement, geschickt und haben gefragt, hey, was ist da los? Die Schweiz taucht da auf. Wir haben noch nie was von Intellexa gehört zu dem Zeitpunkt. Das war im Ende 2022. Wir haben noch nie was von Talestris gehört und standen dann wie vor der Frage, okay, jetzt schauen wir mal, was das ist. Das ist so die klassische Hintergrundrecherche, wo man erstmal zu erfassen versucht, um was geht's da. Das heißt, aufgrund dieser Information haben wir dann mal Handelsregister uns angeschaut, wir haben Medienberichte angeschaut. Und wir haben den Hensoldt-Datensatz sehr gezielt nach Intellexa, Talestris, Lugano und eben auch nach dem wirtschaftlich Berechtigten dieser Talestris AG, nämlich Andrea Gambazzi. Und dann kommt man zum Beispiel über Moneyhouse sehr schnell auf Netz, das dieser Andrea Gambazzi führt. Und es wird auch sehr schnell klar, dass er nicht aus der Tech-Branche kommt, also dass er ganz klar die Rolle eines Treuhänders hatten. Das ist dann wiederum wie der Punkt, wieso man am Ende in der Schweiz landet. Also seine Rolle ist, das haben wir dann im Verlauf der Recherche auch herausgefunden, das ganze Finanzkonstrukt, Firmenkonstrukt so zusammenzuhalten, dass möglich gut verschleiert ist, wohin die Finanzströme gehen und wer eigentlich die wirtschaftlich Berechtigten, also jene, die von diesem Geschäft, das Lolo euch aufgezeigt hat, profitieren. Intellexa zu dem Zeitpunkt ist gerade bekannt geworden, dass in Griechenland ein riesiger Überwachungsskandal stattgefunden hat. Greek Watergate wurde es von der New York Times genannt. Unter anderem wurde unser Berufskollege Thanasis Koukakis, mit dem wir auch in Kontakt stehen, gehackt mit Predator, sein Telefon. Und so haben wir dann plötzlich gedacht, okay, Pegasus, Produkte der NSO Group oder die NSO Group, die sind verbrannt. Der neue Player im Markt der Trojaner und der Überwachungs-, der Spyware, heißt Intellexa mit Predator und der operiert aus der Schweiz heraus. Und so sind wir dann auf die zweite Spur gestoßen, die in die Schweiz führt. Nämlich zu Tal Dilian, er ist so quasi der Kopf und auch der Gründer der Intellexa Allianz. Und derjenige, der Predator dann auch wie vertrieben hat.
Zu unserer großen Überraschung, er ist ehemaliger israelischer Geheimdienst, ein hochrangiger Geheimdienstmitarbeiter, liebt er die Öffentlichkeit. Er hat eine Website, ihr seht das da oben links, wo er sich unverfroren selbst darstellt. Und er ist sogar so weit gegangen, dass er 2019 dem Forbes Magazine ein Video-Interview gegeben hat, wo er tatsächlich live zeigt, was Predator eigentlich kann. Also Predator als nicht als, nur als Trojaner, sondern als System gedacht, wo er dann in einem Überwachungsvan sitzt und quasi dann wie das so anpreist, dass er in einem Radius von 500 Meter sämtliche Mobiltelefone anzapfen kann. Das hat ihm dann Probleme eingebracht, unter anderem ein Gerichtsverfahren in Zypern, woraufhin er dann Zypern verlassen musste und nach Griechenland ging. Und Intellexa ist auch Teil geworden eines EU-Parlament-Komitees, dem Committee of Inquiry to Investigate the Use of Pegasus and Equivalent Surveillance Spyware. Eigentlich the Equivalent of Surveillance Spyware ist Predator, beziehungsweise Intellexa. Also das heißt, wir wussten, Tal Dilian steckt in Problemen und wir haben dann auch herausgefunden, er steckt nicht nur in Problemen, sondern auch in der Schweiz. Und zwar hat Lolo ganz einfach auf Google, mit Google-Operatoren zu arbeiten, ist, finde ich, etwas vom absolut zeitsparendsten und sinnvollsten, wenn man da eingibt, Tal Dilian. Man muss natürlich nicht nur auf Google suchen und Google sehr vorsichtig einsetzen, aber jetzt für diese Suche war es hilfreich. Tal Dilian, seit CH, Fallteil PDF, dann landet man auf einer Informationsbroschüre der Gemeinde Champéry, wo Tal Dilian gemeinsam mit seiner mutmaßlichen Ehefrau ein Chalet renovieren hat lassen. Wir sind dann da auch hin, wunderschön. Man sieht es jetzt leider nicht so gut auf dem Foto, da steht dann auch noch so ein Holzschild Che Dilian. Er war dann aber nicht da. Man sieht auch seinen Briefkasten. Nein, sage ich jetzt lieber nicht, was wir damit gemacht haben. Auf jeden Fall konnten wir dann verifizieren über Gespräche im Dorf, dass er tatsächlich auch da lebt, dass er also nicht nur einfach ein Haus in Champéry hat. Wir konnten auch über das Grundbuchamt herausfinden, dass er tatsächlich der Besitzer ist. Also er hat es auch gekauft. Genau. Und somit hatten wir zwei ganz zentrale Spuren in die Schweiz, nämlich diejenige des wichtigsten Finanzakteuren, Andrea Gambazzi, der übrigens auch quasi in der Mutterholding, die ist in Irland zu Hause. Also er ist auch quasi der wirtschaftlich Berechtigte der Mutterholding. Und dann eben dieser Tochterfirma Talestris aus Lugano. Und Tal Dilian, der ein Chalet hat im Unterwallis. Was wir hingegen nicht gefunden haben, mit einer einzigen Ausnahme, nämlich ein ominöser Export, der in Schiff-Exportdatenbanken oder Waren, die über Häfen gelöst werden, ein Export nach Kasachstan, der über Talestris im Tessin offenbar getätigt wurde. Aber die Schweiz einmal mehr, wir kennen das ja von den Rechtsextremen beispielsweise, als ruhiges Hinterland. Einerseits für das Finanzkonstrukt des Unternehmens, das eben unglaublich kompliziert ist, mit Firmen in Griechenland, Zypern, Irland. Und aber dann auch für Dilian selbst gehen wir davon aus, dass er als Hausbesitzer in der Schweiz das inländische Bankgeheimnis ausnutzen kann, also zur eigenen Vermögenssicherung. Wir haben dann die Behörden, namentlich das SECO, das verantwortlich ist für den Export von Dual-Use-Gütern oder von Überwachungstechnologie, damit konfrontiert. Und die Rückmeldung war, beziehungsweise das funktioniert so, dieser ganze Exportkontrollmechanismus, dass Sie eigentlich in einer sehr passiven Rolle sind. Das heißt, Sie werden nur dann aktiv, wenn die Firmen ihre eigenen Exporte deklarieren. Und das ist natürlich jetzt ein Riesenunterschied, ob sich dabei um Software handelt oder, wir kennen das vom Rüstungsreport, wo wir viele Recherchen gemacht haben, um Rüstungsprodukte, also um gefertigte Produkte, seien es Einzelteile wie Schrauben oder Motoren oder dann fertige Waffenprodukte wie Trainingsflugzeuge, MOVAC-Panzer oder Flugabwehrkanonen von Rheinmetall. Die müssen ja dann physisch auch über den Zoll, das heißt, da hat man
nochmal eine ganz andere Kontrolle, wie das bei Software der Fall ist. Also sprich, bei Software, da ist die Gesetzgebung, die hinkt einfach massiv hinterher. Wir haben dann auch eine Einschätzung gewollt von Expertinnen, wie eben beispielsweise Dominik Groß, der sich in Steuer- und Finanzkonstruktionsfragen sehr gut auskennt, der eben diese Einschätzung hat, dass das Chalet, der Wohnsitz im Wallis, ganz klar dazu da ist, mit dem inländischen Geheimdienst, der in der Schweiz immer noch existiert, das Vermögen abzusichern, Steuern zu sparen. Evelyn Schmid, eine Völkerrechtsprofessorin aus Lausanne, hat uns aber auch ganz klar gesagt, dass Wegschauen völkerrechtswidrig ist. Also dass quasi, wenn aus der Schweiz heraus Vermittlung, und wir gehen davon aus, das haben wir auch in den Dokumenten zum Beispiel herausgefunden, dass Tal Vilian eine Schweizer Handynummer hat und diese auch nutzt in gewissen WhatsApp-Chats. Also für uns war ganz klar, die Vermittlung wird unter anderem auch aus der Schweiz heraus vorgenommen. Dann ist das eigentlich völkerrechtswidrig. Das SECO hat da eine andere Definition. Jedenfalls war für uns am Ende klar, dass die rechtliche Handhabe bzw. eigentlich die tatsächlich vorhandene Kontrolle nicht ausreicht, um zu verhindern, dass ein Firmenkonstrukt wie Intellexa über Personen wie Tal Vilian, der Gründer und wichtigste Mann in diesem Konstrukt ist, die nutzen die Schweiz als ruhiges Hinterland und die Behörden können nicht viel mehr machen, als zu hoffen, dass sie alles sauber deklarieren. Genau. Am Ende der Recherche stand dann unter anderem auch die wohl komplexeste Grafik in der Geschichte der WOTS. Auch da hat Lolo den Löwenanteil der Arbeit zusammen mit Messe, mit Marcel Bammert, unserem Grafiker, gemacht. Und wenn ihr Zeit habt, schaut es euch an, weil diese Grafik zeigt eigentlich auch, wie unglaublich verschachtelt diese ganzen Konstrukte sind und wie sehr gezielt, dass sie vorgehen. Zum Beispiel passt eine der interessantesten Geschichte, finde ich, hier einen deutschen Anwalt, sehr renommiert, der unter anderem auch die Bundesregierung berät. Der hat nämlich Nexa, diese französische Firma, die sehr gute Kontakte hat zu Haftar in Ostlibyen. Der hat dann am Ende quasi dann eine rechtliche Beratung gemacht, wo er genau dieses Konstrukt, das Lolo vorgestellt hat, schickt doch einzelne Teile nach Dubai, in die Vereinigten Arabischen Emirate und setzt das dann dort zusammen. Dann ist eigentlich nicht wirklich nachweisbar, um was es da eigentlich geht und dass ihr am Ende ein französisches Produkt an Haftar liefert. Genau, wir haben die Recherchen zusammengefasst unter wot.ch Predator Files. Da könnt ihr euch gerne informieren. Und jetzt wird Lolo abschließend nochmal eine Art Fazit der Recherche ziehen. Haben wir überhaupt noch Zeit? Genau, ich glaube 2 Minuten, oder? Okay. Haben wir noch. Super, dann nutze ich diese 2 Minuten noch und versuche, das noch ein bisschen abzuschließen. Auf der einen Seite kann ja auch die Frage aufkommen, so, ja okay, aber gibt vielleicht so ein bisschen Missbrauch, aber was ist das grundsätzliche Problem daran? Weil diese Tools, die sind ja auch wichtig, um wahnsinnig schwere Straftaten zu verhindern. Und das will ich nicht selber beantworten, aber da habe ich hier ein Zitat eingefügt von Donaka, dem Leiter des Security Lab von Amnesty International. Der war übrigens auch mal an einer Veranstaltung der digitalen Gesellschaft mit einem sehr interessanten Input. Und die arbeiten seit vielen Jahren zu diesem Thema, haben eine digitalforensische Methode entwickelt, um Smartphones zu überprüfen, ob sie mit Softwares wie zum Beispiel Predator infiziert sind. Und er sagt, Amnesty hat sich lange Zeit für ein Moratorium eingesetzt, also für einen vorübergehenden Stopp dieser Technologien, bis die Regulierung einen besseren Zustand hat. Doch nach den Skandalen der letzten Jahre, die sie selber mit aufgedeckt und recherchiert haben, sagen sie, das Potenzial für Missbrauch ist diesen Technologien so inhärent, dass sie auch mit besserer Regulierung sie im Moment keine Möglichkeit sehen, dass diese eingesetzt oder vernünftig und maßvoll eingesetzt werden können, weshalb sie heute ein komplettes Verbot dieser Technologien fordern. Wichtig ist, glaube ich, da auch diese Entwicklung mit anzusehen, wo hier sicher Leute im Raum sitzen, die mehr dazu sagen können als ich und wo es gleich im Anschluss auch eine interessante Veranstaltung dazu gibt, nämlich zum neuen Nachrichtendienstgesetz. Aber das haben unterschiedliche Behördenmitglieder, aber insbesondere auch Politikerinnen gesagt, dass währenddem der Einsatz dieser Tools
stetig zunimmt, auch die Technologien, also die technische Versiertheit stetig zunimmt, nehmen die Kontrollmechanismen und insbesondere auch die parlamentarischen Kontrollen derjenigen, die sie einsetzen, ständig ab. Die Sophie Intveld, eine niederländische Politikerin im Europaparlament, hat diese ganze Geschichte mit ein Deal made in hell quittiert. Und dann der letzte Punkt ist ein bisschen das Wie weiter, oder dafür vielleicht noch eine positive Meldung. Das ist wieder Donaka, der das sagt, in einem sehr lesenswerten Interview, das man auch auf der Webseite findet. Er sagt, ja, das stimmt, diese Überwachung, die ist eskalierend. Die Unternehmen, die sind wahnsinnig shady, aber es gibt auch Lichtblicke, nämlich dass auch die Bildung der Userinnen stetig steigt, aber auch die Mittel, um Gegensteuer zu geben, indem einerseits auch große, auch mit einem kritischen Auge zu betrachtende Konzerne, sehr potente Research-Teams entwickeln, die versuchen, diese Technologien aufzuspüren und dass es besser oder einfacher ist, die Angriffe zu erkennen, beispielsweise mit solchen digitalforensischen Methoden. Und ich glaube, damit kommen wir ans Ende. Eben hier nochmal auch der Verweis auf die wichtige Veranstaltung morgen von Adrien, die irgendwie auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, die staatliche Ebene in der Schweiz vom Einsatz von solchen Tools nochmals ein bisschen genauer betrachtet. Und dann halt noch Referenzen zu uns, zum Rüstungsreport, wo ihr ein bisschen eine Übersicht über diese ganze Branche in der Schweiz findet. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sind noch nicht zu spät. Und dann wären wir jetzt offen für Fragen. Ja, vielen Dank, Lo und Jan. Wenn ihr Fragen habt, bitte stellt euch doch vor das Mikrofon in der Mitte des Saals an, damit die Leute im Stream auch eure Fragen mitbekommen. Bevor das geschieht, weil ich sehe jetzt noch nicht den großen Andrang, habt ihr irgendwelche Hinweise, dass diese Software auch in der Schweiz eingesetzt wurde? Ja, also mittlerweile hat ja Adrien eine Artikelserie publiziert Anfang des Jahres, wo sie zwei Quellen gefunden hat, die bestätigt haben, dass Predator zumindest getestet wurde. Wir haben über das Öffentlichkeitsgesetz versucht herauszufinden, ob und welche Behörde, also namentlich das FEDPOL, also die Bundespolizei und der NDB, der Geheimdienst, ob die Predator nutzen, beziehungsweise nur schon, ob die quasi Gespräche mit Intellexa geführt haben und die Behörden mauern. Also wir müssen da jetzt vermutlich nochmal einen neuen Anlauf nehmen, weil die haben auf ein Gerichtsurteil verwiesen, das jetzt gefällt wurde. Die geben da nichts bekannt, also die Behörden mauern komplett. Es ist aber davon auszugehen, dass sie zumindest Predator getestet haben. Bitte die Frage vom Mikrofon. Ja, sind für mindestens die großen Spyware-Software-Analyse-Tools verfügbar, dass man das auch mal anschauen könnte auf seinem Telefon oder so? Also meinst du mit Analyse-Tool, ob man dein Telefon überprüfen kann, ob du damit infiziert bist? Weil das gibt es auf jeden Fall und das gibt es insbesondere an zwei unterschiedlichen Stellen. Die eine Stelle ist das erwähnte Amnesty Security Lab. Die bieten eine Überprüfung an. Man kann sie kontaktieren und sagen, dass man sein Gerät überprüfen will. Und dann kommst du dann in die Kommunikation mit ihnen rein und sie werden dir dann die Wegleitung geben, wie man das macht und machen das zusammen mit dir. Ich habe das gemacht. Es geht ganz schnell. Es ist ganz einfach, auch für technisch nicht so versierte Personen wie mich. Deshalb gehe ich davon aus, dass ihr das alle auch könnt. Und dann speziell für Medienschaffende gibt es zusätzlich noch, falls es mal anderswo nicht klappen sollte, oder bei Amnesty beispielsweise nicht klappen sollte, bei Reporter ohne Grenzen ebenfalls eine Anlaufstelle, wo das eigentlich ganz ähnlich funktioniert wie die Herangehensweise von Amnesty. Nächste Frage bitte. Ihr habt gesagt, das hat mit einem Leak angefangen, die ganze Recherche, aber dann habt ihr auch von Verhören gesprochen. Gab es eine Untersuchung von irgendwelchen Staaten oder wo kommen die Verhöre her zum Beispiel? Ja, also die Gerichtsdokumente, die wir gekriegt haben, die hat Mediapart gekriegt. Da hat der französische Staat Nexa, also die französische
Allianzpartnerin, die in der Intellect-Allianz dabei war. Und da ging es hauptsächlich um das Geschäft mit Libyen. Und so sind dann quasi, wie ist es zu einem Gerichtsverfahren gekommen. Und in diesem Gerichtsverfahren gab es unter anderem auch Abhörprotokolle und Verhöre, WhatsApp-Chats. Genau, das war ein Leak, ein sehr grundlegendes, ja. Bitte. Ich habe eine Frage. Gibt es Informationen, dass diese Tools an Private verkauft werden? Ich nehme an, da ist auch viel Interesse da, oder? Wir haben nur über die staatlichen Akteure gesprochen, jetzt oder ihr? Ja, aber es ist eine zentrale Frage, ich meine, die sich viele Leute stellen. Und ich glaube, viele ExpertInnen sagen, dass es eher schwer vorstellbar ist, dass das so ist. Beziehungsweise es gibt auf jeden Fall keinen recherchierten Case, der festgemacht wurde, wo jetzt diese Tools, von denen so diese Art Spionage-Tools in den Händen von Privaten gelandet sind. Aber ich denke, das Beispiel Griechenland zeigt auf, dass das eben nur halb stimmt. Weil in Griechenland, was in Griechenland passiert ist, ist ja, dass das war für eine Zeit lang der Hauptsitz der Intellexa Allianz und auch da, wo sie die Produkte entwickelt und von wo aus sie exportiert haben. Und in Griechenland gab es diesen großen Predator-Gate-Skandal, wo einerseits oppositionelle Politikerinnen, aber auch Menschenrechtsaktivistinnen und Journalistinnen wie Thanassis Koukakis überwacht wurden. Und bei Intellexa in Griechenland war eine Person investiert mit dem Namen Felix Bitsios, das ist ein griechischer Geschäftsmann. Und wie durch ein Wunder war Thanassis Koukakis ein Journalist, der seit vielen Jahren die etwas als dubios anmutenden Geschäfte von diesem Geschäftsmann untersucht und dazu publiziert hat. Das heißt also, da gibt es irgendwie schon auch noch so eine Bubble von unklaren Hintergründen, währenddem ja auch die griechische Regierung bis heute sagt, wir waren nicht der Überwacher. Also sie sagen, wir haben diese Leute nicht überwacht. Und dann stellt sich da ja die Frage, okay, ist das glaubwürdig? Es gibt viele Leute, die sagen, nein, nicht unbedingt. Und wenn ja, welchen Einfluss hat dann beispielsweise ein Geschäftsmann wie dieser Felix Bitsios, der bei Intellexa investiert ist, der auch sehr nahe verbunden war mit dem politischen Verantwortlichen, der für diese Überwachungsmission ausgemacht wurde. Das war der Neffe vom Premierminister. Und von daher, glaube ich, ist es nicht so einfach, das nur mit Ja oder Nein zu beantworten. Aber so Fälle, wo beispielsweise Firmen explizit das ausgeführt hätten, gibt es, soweit ich weiß, nicht. Ja, vielleicht noch die letzte Frage. Wir haben ja dieses Wassenaar Agreement. Da gab es ja am Kongress vor 10, 15 Jahren mal einen Talk dazu, ob das jetzt irgendwie cyberkonform ist oder ob man da irgendwie etwas machen muss. Die Parlamentarier haben gesagt, nee, man muss da nichts machen. Ich habe mal mit Balthasar Glättli gesprochen, der hat gesagt, ja, Wassenaar reicht einfach nicht. Was ist da eure Einschätzung, falls ihr da irgendwas habt? Ja, also das gibt zum Beispiel auch das SECO mehr oder weniger off the record zu, dass Wassenaar nicht ausreicht und quasi, dass die Technologie immer einen gewissen Vorsprung hat und dass das noch sehr agile, also man hat auch das Konstrukt gesehen, das ist sehr agil, die gehen ganz gezielt immer an die Orte, wo sie spezifische Vorteile rausholen. Und es ist eher so, dass zum Beispiel dann, wenn jetzt Intellexa und Taldilian, die sind von den USA auf die Sanktionsliste gekommen, also blacklisted, das hat dann zum Beispiel einen größeren, zumindest wirtschaftlichen Effekt. Und unsere Einschätzung ist auch, dass Wassenaar die Gesetzgebung, die Umsetzung dieser Gesetze vor allem auch nicht ausreicht, um dem Problem Herr zu werden. Ja, vielen Dank. Bitte. Jan und Lo. Eine letzte Info. Wir gingen heute noch ins physische Kellerarchiv der WOTS. Also nicht wir selber, sondern jemand hat es verdankenswerterweise gemacht. Und wir haben noch die 10 letzten physischen Exemplare der Predator Files oder der ersten Artikelsammlung, die es gibt, jetzt hier noch mitgebracht. Sie liegen hier vorne. Und jene, die wollen, dürfen sich hier einfach eins holen. Der Knaller ist der Geschwinder. Okay.